Vor 40 Jahren wurde Deutschlands größtes Küstenschutzbauwerk eingeweiht. Mit seinen 10 Toren schützt das Eidersperrwerk das Hinterland vor Sturmfluten aus der Nordsee und stellt die Schifffahrt auf der Eider sicher. Ein Straßentunnel zwischen den Toren verbindet als Landstraße 305 den Kreis Dithmarschen mit der Halbinsel Eiderstedt. Unten fahren die Autos, oben können die Fußgänger das Sperrwerk überqueren. Zur Brutzeit im Mai kommen sie dabei ganz nah an einer Kolonie Küstenseeschwalben vorbei. Ihre bevorzugte Nahrung sind kleine Fische. Auch die meisten Touristen lassen sich am Aussichtspavillon noch ein Fischbrötchen schmecken, bevor sie ihre Reise an der Nordsee fortsetzen.